Hallo, hier ist Gerda Maria. Heute zeige ich euch unseren Garten am 9. März. Das sind die Winterlinge und da erfreut sich gerade eine Wildbiene. So schön, die brauchen einfach gleich Futter. Unsere Lenzrosen sind auch sehr beliebt bei den Insekten. Und heute ist auch so ein sonniger Tag. Es zeigt nur 9 Grad an. Doch in der Sonne fühlt es sich viel, viel wärmer an. Hier stehe ich vor unserem Pfirsichbaum. Und die Knospen sind schon ganz dick. Manche gehen schon auf. Trotz der recht niedrigen Temperaturen. Das sind alles kernechte Pfirsichbäume. Das heißt, ich habe die Kerne vor ungefähr 10 Jahren in die Erde gesteckt. Und jetzt können wir jeden Sommer gelb- oder weißfleischige kleine Pfirsiche ernten. Und so sieht es dann aus, wenn man die Kerne in die Erde steckt. Und das ist jetzt letztes Jahr im Sommer gewachsen, ungefähr 50 cm hoch. Junge Pfirsichbäume. Die Blättchen beginnen gerade so auszutreiben. Und ungefähr nach 4-5 Jahren gibt es die erste Ernte. So, das ist jetzt ein Pfirsichbaum, der wächst schon 2 Sommer hier. Ungefähr ja, 1,40 Meter hoch. Und von unten kann man so aufasten. Das heißt, wenn ich da unten keine Äste möchte, mache ich einfach die Triebe ab. Und so bekommt der junge Pfirsichbaum einen kleinen Stamm. Steht hier vor einem Lorbeerbusch. Ich sag immer, ein Pfirsichbaum passt noch überall dazwischen. Die sind ja recht licht, auch im Laub. Und da braucht man nicht viel Platz dafür. Auch hier nochmal ein Blick in die beginnende Pfirsichblüte. Die blühen so rosa bis ins Dunkelrote. Das ist auch eine sehr feine Nahrungsquelle für die Wildbienen, Hummeln. Da die Pfirsichbäume meistens Mitte März schon voll erblüht sind. Jetzt stehe ich vor einer schwarzen Johannisbeere und die Knospen gehen auch schon auf. Kommt auch bald in die Blüte. Und wenn ich die ausschneide, also altes Holz rausschneide, dass die auch sich nicht behindern, die jungen Triebe und die alten Triebe, die vielleicht dann auch nicht mehr so viele Knospen haben, schneide ich die Januar, Februar aus. Und wenn da ein einjähriger Trieb dran ist, man sieht es schön, zweijährig, einjährig, ganz helles Holz.
Dann nehme ich diesen einjährigen Trieb und stecke den einfach neben der Mama Mutterpflanze in die Erde. So kann er sich verwurzeln. Manchmal stecke ich auch zwei, drei hier kleine. Da habe ich jetzt drei kleine nebeneinander gesteckt. Und wenn die sich dann so ein, zwei Jahre verwurzelt haben, dann kann ich die auspflanzen und habe einen neuen Johannisbeerstock. Das mache ich auch mit den roten Johannisbeeren. Aber ich liebe besonders die schwarzen, weil die duften auch im Winter, wenn man so drüber streicht. Knospen berührt. Die duften einfach so wundervoll. Ich freue mich so über diese dicken Knospen von diesem kleinen Birnbaum. Der hat auch eine wundervolle Blüte. Bekommen, öffnen sich ja ganz viele Blüten. Ja, was sprießt denn noch so in unserem Garten am 9. März? Das ist der Weißdorn. Kann man auch wunderbar über Zweige vermehren, genau wie bei der Johannisbeere. Einen Zweig in die Erde stecken und verwurzeln lassen. Diese Vermehrung aus Stecklingen, das geht auch mit dem Gartensalbei, mit dem Rosmarin, mit anderen Sträuchern. Einfach ausprobieren. Jedes Jahr begeistert mich auch wieder der immergrüne Winterschneeball. Auch wenn da noch mal ein Frost drüber geht, da die Blüten so versetzt kommen, steht er jetzt in seiner vollen Pracht da. Das Große und das Kleine, beides gleich wichtig. Hier das duftende Veilchen, auch ein Frühblüher wie die Winterlinge, Elfenkrokusse, Schneeglöckchen, Lenzrosen. Duftet schon. Ich bin ja eine ganz große Grünkohlliebhaberin und stehe hier vor einem Grünkohl. Der geht jetzt in das dritte Jahr. Das heißt, er hat schon mehrere Zyklen gemacht. Der Stängel ist schon ganz verholzt. Ich habe ihn hier gestützt. Hat drei Verzweigungen wie ein kleiner Baum. Und ich habe auch ein Video gemacht über den Grünkohlzyklus. Das stelle ich unten in die Infobox, weil das einfach so großartig ist. Er kommt jetzt langsam hier in die Bildung von einem Blütenstängel. Das wächst hoch und hoch und hoch. Ganz zart zum Essen. Ich liebe das auch den Winter über, diese kleinen zarten Blättchen einfach draußen zu essen. Oder ich habe immer was für eine Gemüsepfanne zum Dünsten. Ganz wundervoll. Und diese Blütenstängel, die kann man auch, wenn die hochwachsen, ernten und einfach in Wasser ein bisschen dünsten, wie so Spargel. Und irgendwann lasse ich den dann seinen Zyklus machen, das heißt, ich lasse ihn blühen. Nach der Blüte schneide ich aber diese Blütenstängel raus. Also er geht nicht in die Samenbildung, kann man auch machen, wenn man eine Permakultur
möchte, braucht man aber samenfesten Grünkohl. Und dann bildet er wieder Blätter. Und so kann man einen Grünkohl mehrere Jahre bei sich haben. Das heißt, er bleibt bei mir. Ja, da freue ich mich auf diesen neuen Zyklus, den er jetzt macht. Auch die Winterheckenkirsche blüht noch. Und er freut die Insekten und mich auch, weil sie so süß duftet. Ganz unwirklich. Honig, süß, bisschen nach Vanille. Da kommt gerade eine kleine Hummel. Kann man die sehen? Und hier ist noch eine ganz große Hummel. Was gibt's noch zu entdecken? Ich stehe vor der Felsenbirne. Die Knospen kommen auch langsam in die Blüte. So eine zauberhafte Pflanze, gerade auch im Frühling. Und auch die Früchte sind super lecker, sowohl für die Vögel als auch für uns. Sind vor den Johannisbeeren reif, sehr attraktiv, auch als Vogel- und Fruchtgehölz im Naturgarten. Auch die Rispenspiere zeigt schon ihre kleinen Blütenknospen. Jetzt stehe ich vor der Apfelquitte. Das ist ein Buschbaum mit einem ganz kurzen Stamm, super ertragreich. Und daneben eine junge portugiesische Birnenquitte. Das sind die Schlehen. Die haben noch kleine Knospen. Und blühen aber auch schon. Wundervoll für die Insekten. Und als Vogelhecke. Das ist die unglaublich leuchtende Palisadenwolfsmilch. Einfach ein Knaller, dieses Frühlingsgrün. Ein bisschen Forsythie für die Freude. Den haben wir einfach stehen lassen. Und inmitten der alten Strukturen zeigen sich schon die ersten Knospen vom Goldlack. Obwohl die Sonne schon untergegangen ist, fliegen die Hummeln noch zu den Lenzrosen. Es ist recht kühl, es hat 11 Grad. Aber die Hummeln haben so ein bestimmtes Wärmesystem. In die Beschreibung stelle ich einen Link rein, wo man über Wildbienen und Hummeln nachlesen kann.